Du hast Bock, eine 20€ PSN oder Xbox-Karte zu gewinnen? Dann lass jetzt auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, lass ein Abo da und schreib mir unbedingt einen Kommentar, denn nur dann kann ich dich auch wirklich finden. Ich werde dann aus allen Videos, die ich jetzt noch in den nächsten Tagen mache, einen Gewinner aus den Kommentaren heraussuchen. Also unbedingt bei den nächsten Videos dann auch immer einen Kommentar da lassen. Ich werde einfach dann, wie gesagt, ein Video aussuchen, wo ich dann eben in die Kommentare gehe und da einfach irgendwen raussuche. Deswegen da einfach mal am Gewinnspiel teilnehmen. Und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA-Talk. Heute habe ich wieder FIFA 18 und FIFA 19 News für euch am Start. Und falls ihr den FIFA-Talk feiert, lasst den Daumen nach oben da und wir gehen direkt rein ins allererste Thema. Und zwar ist gerade ein neues Event in FIFA 18 erschienen. Dieses Event gab es noch nie in einem FIFA-Teil. Das heißt, in FIFA 18 Premiere von diesem Event. Ich bin gespannt, ob wir das auch in FIFA 19 sehen werden. Tatsache ist, dass dort neue Spieler dabei sind, dass dort verschiedene SBCs veröffentlicht werden. Auch Flash-SBCs werden online sein, also werden im Spiel drinnen sein. Ich habe euch jetzt mal so einen kleinen Überblick zum Festival of Football geliefert. Falls ihr noch genauere Infos haben wollt, checkt den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort habe ich euch das Video vom Okorsa verlinkt und dort fasst er ganz gut zusammen, was dieses Event beinhaltet. So, wir machen weiter mit FIFA 19 News und zwar habe ich ein 20 Minuten Video vom Beepart Gaming gesehen und dort wurde ganz genau erklärt, wie sich FIFA 19 so spielt. Denn die Jungs, beziehungsweise der eine eben von Beepart Gaming hat das Spiel antesten können und da hat er eben seine Meinung rausgehauen, wie sich FIFA 19 spielt. Es ist natürlich immer schwierig, da eine ganz genaue Zusammenfassung zu machen und wirklich gut rüberzubringen, wie sich das Spiel wirklich anfühlt. Aber ich denke, er hat das sehr, sehr gut gemacht und deswegen solltet ihr dieses Video auch unbedingt abchecken. Habe ich euch auch verlinkt. Und ganz, ganz wichtig, was viele nicht wissen, in FIFA 19 wird es keinen Abwehrriegel mehr geben. Das heißt, der Gegner kann sich jetzt nicht mehr komplett hinten reinstellen. Es wird natürlich möglich sein, das Ganze über andere Einstellungen dann vorzunehmen, dass du dann trotzdem sehr, sehr defensiv spielst. Aber den Abwehrriegel, so wie wir ihn kennen, den wird es in FIFA 19 nicht mehr geben. Okay, dann sind wir beim dritten Thema und dabei geht es nochmal um FIFA 19 News und zwar News zur Demo. Da habe ich nochmal ein Bild gefunden zu den Mannschaften, die in der Demo dabei sein werden. Das Bild wurde angeblich auf der E3 in Amerika gemacht und sollte zu 100% safe sein. Und hier seht ihr eben die ganzen Mannschaften, die bei der FIFA 19 Demo dabei sein werden. Wie gesagt, die FIFA 19 Demo kommt so ungefähr 2 Wochen vor dem FIFA 19 Release eben raus. Das wird so um den 12., 13. September herum stattfinden und ja, da können wir uns auf jeden Fall auf diese Mannschaften freuen. Ja, und als letztes Thema für den heutigen FIFA-Talk habe ich ein neues E-Sport-Team. Und zwar möchte Christian Fuchs ein E-Sport-Team gründen. Er hat es noch nicht gemacht, er will es aber machen. Und den Link dazu habe ich euch auch in der Beschreibung gepackt. Das ist so ein kleiner Zeitungsartikel. Und damit wäre er nach Hullet auch schon ein weiterer Fußballer, der eben jetzt ein E-Sport-Team gründet. Was sagt ihr? Findet ihr es gut, wenn einzelne Fußballprofis E-Sport-Teams gründen? Oder findet ihr das eher nicht so gut und denkt ihr euch, oh, die wollen irgendwie nur Aufmerksamkeit oder die wollen irgendwie nur irgendwas zu tun haben in ihrem Leben, außer eben Fußball zu spielen? Keine Ahnung. Schreibt mir dazu eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Und damit war es jetzt aber auch schon wieder mit dem heutigen kurzen FIFA-Talk. Falls er dir gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Für mehr FIFA-Talks natürlich. Schreib mir in die Kommentare die einzelnen Meinungen von dir, die du hast, zu den einzelnen Themen, die ich rausgehauen habe. Nimm gerne noch beim Giveaway teil. Check die Links in der Beschreibung ab. Und vergiss nicht, hab immer High Hopes, auch wenn es mal nicht so läuft. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.